Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Panzerzerstörer 007. Als ob James Bond jemals einen Panzer zerstören würde. Er fährt höchstens einen. Spielt hier den Centurion 1 auf Tundra und ist hier Top-Tier im 8er, 7er Gefecht. Den 6er Scout lasse ich mal raus. Und der Jagd, der Italo, nee, nicht Italo, Japano, Tiger 1 hat hier ein bisschen Pech gehabt. Aber ansonsten kommt er doch hier ganz gut klar. Er selber hat ausschließlich Normalmumpeln und 4 HE-Mumpeln am Start. Bin ja mal sehr gespannt, wo er hinfährt, ob er klassisch auf den Hügel fährt. Der Centurion selber hat eine sehr gute Kanone, wie alle Briten, was ihn da ausmacht. Mit einem schönen Reload, einem vernünftigen Schaden. Also die Kanonen von den Briten, die sind wirklich in dem Spiel sehr, sehr, sehr brauchbar. Und ja, es sieht so aus, als ob er hier Richtung Hügel fahren wird. Der Gute ist mit einem 832er WN und 6000 Gefechten noch nicht der erfahrenste und beste Spieler. Von dem her ist auch da mal wieder, dass nicht die WN entscheidet, wer ein Replay einsendet, beziehungsweise von wem es genommen wird, sondern einzig und allein die Runde. So, da hofft er, dass da oben noch einer rumkommt. Arti ist kein im Spiel, das ist sehr wichtig, da ist auch einer. Sehr gut, der ist gekettet, hat der Panther ganz schlecht gemacht. Da muss er sich ja killen lassen. Ja, da ist auch der Kill da. Wie gesagt, ganz schlecht von dem vom Panther, ganz, ganz, ganz schlecht. Aber gut. So, und jetzt ist der Hügel dann so gut wie in ihrer Hand. Der Type steht da, Auto-Aim drauf und kriegt hier mal eine kleine Schelle. Und nochmal eine. Aufgrund der Kanone hat er einen schönen Reload. Jetzt hier haben hier die Gegner alle wirklich, oder sein Team gut rumgedrückt. Steht auch schon 5 zu 1. Und da der Tiger 1, den fährt er praktisch in die Arme. Tiger 1 stellt sich hier nicht so glücklich an, weil normalerweise könnte der Tiger 1, obwohl sogar eine Tierstufe unter ihm ist, könnte er sogar den fertig machen. Hat aber scheinbar jetzt das Munitionslager weg, weil die Schussfolge der Kadenz ist sehr gering. 2200 Schaden. Und nochmal ein. Und jetzt, da prallt er auch noch ab. Ja. Da hat sich der Tiger 1 definitiv nicht glücklich angestellt. Und er macht jetzt den Kill. Jetzt wechselt er die Seite. Jetzt hat er da drüben genug. Wobei, lustigerweise, jetzt da doch mehr gestorben sind als erwartet. Steht zwar 9 zu 7 für sein Team, aber es ist noch nicht vorbei. So, jetzt hat er den Bulldog vor sich. Den rammt er hier mal ein bisschen. Der Bulldog hat natürlich mit dem Magazin hier auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Oh, jetzt hat er auch nur noch 314. So, oh, oh, oh. Also, ah, oh, jetzt verschießt er. Jetzt hat er noch 30 HP. Jetzt wird es nochmal ganz schön eng. Heide Witzka. Bulldog ist jetzt aber im Reload und damit kann er ihn rausnehmen. War aber jetzt unglaublich wichtig, weil man hat ja mal gesehen, unten sieht man, was der Bulldog da ihm verpasst hat. Das ist ja schon unglaublich. So, jetzt der T-71. Vielleicht den auch noch. Nee, er entscheidet sich. Ah, er wollte den Jagdpanzer. Indienpanzer, aber hat dann sich leider für den entschieden, nachdem er schon so gut wie tot war. So, jetzt der T-71. Ja, da sieht man mal wieder. Wahrscheinlich der normale Spieler
der schon ein bisschen mehr Skill, ein bisschen mehr Erfahrung hat, hätte einfach den T71 genommen. Da gar nicht erst nochmal auf den Killshot da jetzt gewartet, sondern einfach den Schaden rauspratzen. Er selber darf sich jetzt auch nichts mehr erlauben. Drei Kills hat er auf jeden Fall schon mal auf der Uhr. Das ist ganz ordentlich. 3350 Schaden kann man auch definitiv lassen. Da sieht man, jetzt schaut es ganz klar langsam aus, aber für das Team hier läuft. Jetzt braucht dann den T29, braucht er auch noch anpusten. Der hat ähnlich wenig KP wie er selber, und zwar 50 an der Zahl. Auto-Aim, und er nimmt ihn raus. 3400 Schaden und den vierten Kill. Und jetzt fallen sie langsam. Jetzt nur noch der Super Pershing am Start. Von dem wird er leider nichts mehr abbekommen. So viel darf ich spoilern. 346 Struktur. Und aufgrund dessen hoffe ich, euch hat schon mal die Runde gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.